Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial über Workflow-Automatisierung und Taskrunner. Wofür brauchen wir Taskrunner? Gute Frage. Einer, der heute im Frontend-Bereich unterwegs ist, wird vielleicht sagen, wofür brauchst du Taskrunner? Ich habe doch CodeKit. Im Windows-Bereich wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, ich habe hier Prepros. Das ist heute. Vor einigen Jahren war es eigentlich, vor 3 Jahren war es eigentlich so, da gab es noch nicht so wie wirklich CodeKit und Prepros. Da hatten wir Live Reload. Und Live Reload war eigentlich das Tool schlechthin, um den Browser aktuell immer zu refreshen, sobald wir irgendwelche Änderungen hatten. Das Schöne an Live Reload war, es hatte sich irgendwann, es wurde ein bisschen besser. Da kamen dann noch Präprozessoren dazu, wie Cess, Less, CoffeeScript, die wurden damit integriert und somit konnten wir alles damit machen. Wir mussten uns nichts irgendwie weiteres installieren. Das ist halt der Vorteil von Guide-Tools. Und später kam dann eben auf der Mac-Plattform kam sowas wie CodeKit raus. CodeKit ist auch relativ heftig oder nicht heftig, sondern flexibel. Man kann viel mitmachen. Es hat alle Sachen integriert, die man heute im Frontend-Bereich antreffen wird, wie Cess, Less, Hummel, TypeScript, Slim, Markdown, whatever. Das ist alles integriert und man muss sich immer noch keine Gedanken drüber machen, was muss ich denn jetzt für ein Environment installieren? Ich will Jade benutzen, da muss ich jetzt Node installieren. Das muss ich ja alles nicht. Also eigentlich eine super Sache. Problem an der Geschichte ist, wenn ich CodeKit verwende und ich habe noch einen Freelance-Developer, der mit am Projekt arbeiten soll, der aber überhaupt nicht an Mac und geschweige denn an Windows arbeitet, zum Beispiel an Unix oder an Linux, der ist außen vor. Der kann nicht auf CodeKit zugreifen. Abgesehen davon, dass man CodeKit so oder so kaufen müsste für $29. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist halt eine Sache, die so ein Tool wiederum einschränkt. Das gleiche gilt auch für Prepros. Kostet auch $29. Für einen Single-Developer ist CodeKit oder Prepros natürlich super geeignet, weil man sich eben weniger Gedanken um dieses Drumherum machen muss, sondern kann sich wirklich fokussiert an sein jeweiliges Projekt setzen. Man muss sich damit nicht rumärgern. Ein anderer Nachteil bei diesen Guide-Tools ist, dass diese Guide-Tools zwar auf Open-Source-Software setzen, wie jetzt zum Beispiel Cess, aber da immer hingehen und sagen, sie nehmen die stabilste Version. Zum Beispiel auf Cess bezogen, gab es eine lange Zeit, dass die meisten Developer schon auf eine Alpha oder auf eine Beta gearbeitet haben, während CodeKit immer noch auf die stabile Version picht war. Das hat natürlich Stabilitätsgründe, aber im Entwicklungsbereich geht dann das ein oder andere Feature einfach flöten. Man kann es nicht nutzen und dann beschränkt eigentlich so ein Tool wie CodeKit den Developer. Um dem zu entgegnen, gab es dann irgendwann mal eine Entwicklung mit JavaScript Taskrunner. JavaScript ist ja mittlerweile eine ziemlich populäre Sprache geworden. Die ist nicht mehr evil und man nutzt JavaScript jetzt für viele Sachen und gerade auch der ganze Node-Environment, der gibt einem wirklich viel Macht in die Hand. Und da gab es dann eben irgendwann Grunt. Grunt ist auch ein Taskrunner. Gespickt mit einer Vielzahl von, fast 4000 Plugins, mit denen wir unterschiedliche Sachen abarbeiten können. Wie zum Beispiel, nehmen wir hier SVG-Min. Wir nehmen SVG-Files und die werden dann über einen kleinen Task, wenn die minifiziert. Oder was nehmen wir hier noch? Für Cess, dann alle Cess-Files werden automatisch kompiliert. Also statt dass wir 10, nicht 10, das war jetzt übertrieben, aber sagen wir mal 5 Terminal-Fenster offen haben wir nur noch ein Terminal-Fenster, wo wir alles abfeuern. Und diese Tasks sind relativ smart, sie interagieren miteinander.
einer der großen Dinger natürlich hier ist, wir können uns mit Grunt oder eben auch mit Gulp, ja, willst du noch mal sagen, ein Regelwerk vorgeben. Wir gehen individuell für das jeweilige Projekt, geben wir Regeln vor, wie wir denn arbeiten. Ich brauche SAS, ich brauche CoffeeScript, ich brauche Haml, whatever. Und das kann ich alles integrieren, dieses in ein Paket. Und das kann, Paket liefere ich an einen anderen Developer. Der wiederum lädt sich nur Open Source Software runter, die ihn nichts kostet. Und er kann das weiterverwenden. Und so ist gewährleistet, dass ich von Developer A zu Developer B zu Developer C zu Developer D immer den gleichen Workflow verwende für das Projekt. Womit man eben Fehler wieder aus dem Weg räumt. Grunt war lange Zeit ja mit eines der führenden Taskrunner. Das sieht man eben auch an der Anzahl von Plugins. Gulp kam dann ja etwas später auf den Plan. Der Unterschied zwischen Gulp und Grunt liegt eigentlich mehr in der Arbeitsweise, wie beide Taskrunner arbeiten. Wer Grunt benutzt eben Files und wird diese Files immer laden, modifizieren und wieder abspeichern und dann wieder laden und wieder abspeichern, vorwiegend in irgendwelchen Temp-Verzeichnissen, die unsichtbar im Projekt enthalten sind, während Gulp hingeht und nimmt diese Files und hält die so lange im Speicher, bis wir alle Plugins, die damit interagieren sollen, ihren Job erledigt haben. Und wenn alles durch ist, dann wird das erst auch wieder ins Filesystem geschrieben. Das macht die Sachen natürlich etwas schneller. Das merkt man dann auch bei Gulp. Kann es mal sein, dass es um Faktor 10 schneller die Sachen abarbeitet, wie Grunt. Beide haben ihre Stärken. Also Grunt hat seine Stärke im hierarchischen Bereich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein SAS-File, daraus möchte ich ein CSS-File backen. Da müssen Autopräfixe drüber laufen, der mir die Präfixe setzt. Wenn das in Ordnung ist, dann soll ein CSS-Comp noch drüber laufen, um irgendwelche Doppelungen herauszufinden. Und dann noch mal ein Analyse-Tool, dann ein Minifier und dann am Ende soll da noch mal ein Header reingeschrieben werden. Also viele Aufgaben, die erst dann aktiv sein können, wenn der vorherige Task abgeschlossen ist. Da hat Grunt seine Stärke. Gulp ist eher für parallele Aufgaben zuständig. Alles, was ich parallel irgendwie abarbeiten kann, kann ich am besten mit Gulp. Das Schöne an beiden Tools ist, wir können beide Tools vermixen. Also wir sind jetzt nicht gezwungen zu sagen, ich verwende jetzt Gulp und werde keine Grunt-Tasks verwenden. Es gibt für den Fall gibt's auch ein entsprechendes Plugin, mit dem ich innerhalb von Gulp Grunt Task verwenden kann. Und somit bin ich in beiden Welten zu Hause und bin ultra flexibel. So. Das ist jetzt das eine. Das andere ist, wie bauen wir uns denn ein Gulp-Paket auf? Ja, für unser eigenes Projekt. Ich habe mir gedacht, ich bin mal so frei und schreibe mal eine Boilerplate dafür. Und dieser Boilerplate ist eigentlich sehr rudimentär. Da ist alles enthalten, was wir überhaupt benötigen. Das sieht man hier, wir haben Source-File, wir haben unterschiedliche Dateien, auf die wir gleich eingehen. Und damit kann ich dann mir mein eigenes Projekt aufarbeiten. Das wollen wir auch gleich mal machen. Gehen wir hier schon mal hin, kriegen uns die Clone-URL und dann gehen wir hier hin ins Terminal und sagen dir Gulp Test. Gleich reingehen. CD Gulp Test. So, dann machen wir ein Git Clone. Und direkt ins Verzeichnis. Gut. Und Clear. Ach, hat er nicht gefunden. Sorry. So, ich muss mal meinen Finder suchen. So,
Und jetzt haben wir alles hier. Und das ziehen wir uns jetzt auch gleich rein in Sublime. Einfach mal zum Spaß. Und ein Momento. So. Dann nehmen wir das hier. Und dann machen wir das mal da hier rüber. Warum ploppt der? So. Dann gehen wir mal kurz die einzelnen Dateien durch. Also wir haben hier zum Beispiel Bauer RC. Also wer es noch nicht kennt, Bauer ist ein Package Manager, mit dem wir zum Beispiel jQuery in unser Projekt integrieren können, ohne lange irgendwo durch Git-Repos rennen zu müssen oder irgendwelche Webseiten, was wir runterladen, können wir das direkt über Bauer machen. Ja, wir können zum Beispiel Bauer sagen, ich bin mir nicht sicher, also, kann ich zum Beispiel suchen. Ja, hier hat er nichts gefunden, ich habe es falsch geschrieben. Ja, hier sagen wir Bauer Search Grant. Und dann kann ich mir hier aus den gesuchten oder gefundenen Packages das entsprechend rauspicken und kann das in normalen Projekt installieren. Normal wird man das anders verwenden. Also wer es nicht Bauer noch nicht kennt, soll sich mal die Seite anschauen. Und das ist hier eben Bauer RC. Da geben wir vor, das ist unser Directory, da wo alle Bauer Packages abgeladen werden. Also Pakete, Bauer wird immer ein gesamtes Paket nehmen, das ganze Repo wird er runterladen und wird er dann eben hier in Source Bauer Components abspeichern. Das sieht man hier, da ist unser Source Directory. Ich hoffe, man kann das sehen. Immer unterschiedliche Directories. Bauer Components ist natürlich nicht da, weil wir noch gar keinen Bauer aktiviert haben. Dann haben wir eine Editor Config, mehr nice to have. Da stehen eben die Sachen drin, wie wir unseren Code schreiben wollen, mit 2 Indents oder mit 4 Indents. Wir haben eine Git Include, da gehe ich kurz mal drauf ein. Wir haben hier ein Dist-File. Dist ist unser Distribution Directory. Da steht am Ende alles drin, was eben benötigt wird, um die Seite zu betreiben. Da ist unser Frontend integriert. Das ist aber nicht das Directory, mit dem wir arbeiten. Und das wollen wir auch nicht übertragen. Wenn wir unser Paket von einem Developer zum nächsten reichen, kriegt er die minimalste Ausführung. Da sind keine Bauer-Packages integriert, da ist kein vorgefertigtes HTML, kein fertiges HTML zu finden. Da sind auch keine Node-Module integriert. Das muss er sich automatisch, wenn er sich dieses Paket einmal runtergeladen hat, selbst installieren. Weil, und das ist natürlich so bei Node-Modulen gerne, da geht es auch mal gerne im Gigabyte-Bereich. Und das muss man sich nicht selber nochmal in diesen Repos duplizieren, sondern das kann man da wesentlich geschickter machen. Genauso mit Bauer Components. Man sieht, weiß ungefähr, wie groß das jQuery Repo sein kann. Das besteht aus vielen, vielen Files. Also man muss das nicht mit hin und her schleppen. Hier hat man dann noch Bauer JSON. Das ist auch ein JSON-File. Und hier sind dann die Dependencies. Ich habe hier mal jQuery 1.9 mit eingetragen. Alles, was hier steht an Packages, das wird dann später über ein Bauer Install in das System integriert oder in unser Package mit integriert. Also wir müssen jetzt nicht dann hinschreiben, ich möchte das installieren, ich möchte das installieren und das, sondern wir haben eben einmal diese Liste und die kann dann ein anderer Developer eben auch mit installieren. Das machen wir dann auch gleich. Dann haben wir hier einen Gulp-File, da gehen wir dann später kurz mal drauf ein. Das ist eigentlich unsere ganze Regieanweisung. Dieses Gulp-File ist rudimentär. Da sind keine Precompiler integriert. Manche mögen keine Precompiler. Wer Precompiler braucht, der kann die später auch ganz einfach hier mit integrieren. Aber darauf gehen wir später ein. Hier haben wir dann noch eine Package JSON. Package JSON ist natürlich immer wichtig. Hier steht nämlich dann Sachen drin wie der Projektname und der Name unseres Projekts, die Description, Versionsnummer, Autor, bla bla, also dieses ganze bla bla, was man eben mit benötigt. Hier haben wir Directory. Ich bin Fan von die ganzen Pfade in der Package JSON zu notieren, weil das eben ein zentrales Element ist, das man auch beliebig hin und her tauschen kann.
Und wenn ich hier Änderungen an meinem Pfaden mache, dann mache ich das direkt hier. Also hier steht zum Beispiel Base ist dist. Und dieses dist, das ist eben dann unser Ausgabeverzeichnis. Und da wird dann eben alles abgeladen, was zum Beispiel HTML ist. Und CSS lädt man in dist assets CSS. Und möchte ich das ändern, dann sage ich dann so. Dann lädt das CSS-File direkt ins dist-File. So, dann haben wir hier noch Dev Dependencies, hier mal den Gulp, natürlich, den brauchen wir. Den Plumber, damit Gulp bei Fehlern nicht komplett den Stream zusammenbrechen lässt, sondern einfach nur den Fehler anzeigt und nichts weiter macht, bis wir den Fehler korrigiert haben. So, dann müssen wir nicht jedes Mal neu Gulp starten. Dann haben wir Notify, dann kriegen wir wie Growl-Meldung, kriegen wir dann angezeigt, was denn überhaupt fertig ist. Das ist aber noch nicht fertig integriert. Das ist nur hier mit reingeladen. Die Meldung, die kann man sich dann später selber individuell in den jeweiligen Plugins mit dazu hängen. Wir haben einen Header, da schreibt dann eben ja, den Header in die CSS und JavaScript-Files, was wir haben. Wir haben einen Bump, der geht in die Versionsnummer und zieht den eben dann entsprechend Minor, Major oder Normal eben eine Versionsnummer nach oben. Und dann haben wir noch einen Browser-Sync. Browser-Sync ist relativ nice, wer auf Live-Reload steht. Browser-Sync. Jetzt finde ich das nicht mehr. Verdammt. Ach, ich bin auch doof. Ich kann heute nicht tippen. Ich hab ja... So. Browser-Sync. Browser-Sync kann relativ viel. Wir können das Scrollverhalten übertragen, wir können Klicks übertragen, wir können Links übertragen, wir können auch übertragen, was tragen wir in Formelemente ein. Und das an alle Browser, die irgendwie in dieses System mit angeschlossen sind. Also relativ cool, braucht man. So, und hier haben wir noch eine README. Ein tolles Projekt. Die habe ich eigentlich nur mit integriert, damit überhaupt mal eine README vorhanden ist, weil das wird ja auch gerne mal vergessen. So. Um jetzt überhaupt mal damit zu arbeiten, gehen wir hier nochmal kurz in die Gulp-Files, müssen wir natürlich entsprechende Gulp-Tasks aktivieren. Aber Gulp können wir eben erst nur aktivieren, wenn... wir auch Gulp installiert haben. Deswegen machen wir hier jetzt erst im ersten Step immer ein npm install. Dann geht jetzt der Node Package Manager in die jeweiligen Repos und lädt das jetzt eben runter. Das sieht man hier, hier steht schon Node Modules. Und jetzt lädt er alles herunter, was er an npm Modulen benötigt. Und das war's auch schon. Wenn die Liste länger ist, dauert das natürlich hier je nachdem wesentlich länger. Das ist der erste Step und der zweite Step ist Bauer Install. Wenn ich jetzt Bauer Install mache, dann kriegen wir in diesem Source-File jetzt gleich eine Bauer-Komponenz. So, jetzt haben wir hier eine Bauer-Komponenz. Gehen wir hier nochmal ins Bauer-File rein, wir sehen, wir haben jQuery wollten wir haben, wir kriegen auch jQuery kriegen wir geliefert. 1.9 passt. Super. Das ist jetzt aber nur der erste Step. Der zweite Step, wir gehen mal hin und sagen, wir möchten unser Projekt noch ein bisschen aufpimpen. Dann gehen wir hin und sagen zum Beispiel, was könnte man denn über Bauer suchen? Bauer Search. Suchen wir mal den Conditionizer. So, den gibt's. Und wenn ich jetzt ein Projekt in dieses Projekt, also ein bestehendes Projekt, etwas zusätzlich installieren möchte, dann gehe ich jetzt nicht hin und sage Bauer install. Und drücke Enter. Dann, weil, wenn wir das machen, passiert Folgendes, es wird nirgendwo notiert. Wir haben das zwar in unserem
Bauer Components dann später stehen, aber wir haben es nicht hier stehen. Um das zu machen, und damit das auch hier steht, tragen wir das auch hier mit ein, indem wir Bindestrich, Bindestrich, Save. Wenn ich das jetzt so eingebe, dann wird er das installieren und zack. Wir haben den Conditionalizer in der aktuellsten Version jetzt hier mit integriert. Vorteil ist, wenn ein anderer Developer jetzt kommt, der auch eben Bauer Install dann eintippt, lädt er automatisch jQuery und Conditionalizer herunter. Sind dann auch hier Conditionalizer-Verzeichnis und ein jQuery-Verzeichnis. Um das Ganze dann auch wieder zu uninstallen, also wir wollen den auch wieder weg haben, machen wir das genauso. Uninstall, Conditionalizer save. Dann ist das auch wieder verschwunden. Und somit haben wir immer ein Protokoll, was wir in dieses System integrieren und was wir auch wieder entfernt haben. Also entfernt haben nicht, aber es wird nicht passieren, dass ein anderer Developer dann auf so sehen den Conditionalizer mit installiert. So, das war's hierzu. Bei unseren Node-Modulen ist es nichts anders. Ich tippe das einfach jetzt mal so ein, npm install, kein g, also g ist ja global, und dann sagen wir Projekt, Plugin. Und wenn ich jetzt hier Plugin installieren möchte, muss ich das ja auch gerne an dieser Package.json notieren. Und dann haben wir hier dev dependencies, dann machen wir hier save dev. Und dann wird es automatisch diesen dev dependencies zugeschrieben. Das hierzu. So. Dann geben wir hier auch mal ein Projekt, wenn wir schon dabei sind, haben die Package.json auf, dann machen wir ein tolles Projekt. Ich habe es heute nicht mit tippen. Galb Projekt. So, Autor ist mein Name, Sascha Fox. Also wenn wir jetzt daraus ein Git Repro machen aus diesem Projekt und es auch automatisch irgendwo in ein zentrales Repro hochgeladen wird, tragen wir hier unsere Repro URL mit ein. So, das speichern wir ab. So, und jetzt überhaupt mal anfangen zu können, müssen wir ja mal einen Galb Task initialisieren oder Galb initialisieren. Und das machen wir hiermit. Galb Task Init. Und sobald wir dieses Galb Task, also Galb Init aktivieren, werden hier einige Tasks abgefeuert. Gehen wir erstmal hier oben hin. Und dann haben wir hier zwei Listen. Einmal eine First Files, das ist auch ein JavaScript Array. Da wird eingetragen, ja, wir können jetzt zum Beispiel sagen, ich habe eine harte Access, die habe ich immer, die möchte ich aus meinem Source-Verzeichnis. Was haben wir hier zum Beispiel? Manchmal finde ich es selber nicht, ich hasse es. Static Files. So, dann machen wir hier Just for Fun. Eine harte Access. Oder kann man gar nichts sagen. So, und jetzt möchte ich ja diese HTAccess beim Initialisieren des Projekts später in Dist haben. Also gehen wir hier hin und sagen Source Static HTAccess. Und die sollen noch kopiert werden zu Dist. Dann wird das File automatisch von da nach da kopiert. Hier immer ist genau das gleiche, hier mal Source, aber das kümmert sich wirklich nur um Bauer Components, also alles was hier drin steht, da müssen wir halt eben auch mal manuell suchen, wo ist denn überhaupt das JavaScript File, das wir denn hier benötigen, und dann geben wir den Pfad und das jeweilige File an.
Wenn wir zum Beispiel Sachen hätten, wo noch ein CSS-File mit integriert ist, das sollte man vielleicht manuell kopieren in das jeweilige Source-Verzeichnis. Das kann man auch manuell kopieren, weil ja, wir haben es dann eben in CSS-File oder als SES-File irgendwo in dem Source-Folder mit abgespeichert. Hier haben wir dann schon mal ja, die ersten Plugins, die wir hier initialisieren wollen. Die werden hier mit diesen Plugin-Variablen initialisiert. Hier haben wir den Zugriff zu Package.json, um eben an so Sachen ranzukommen wie Directory, Base, CSS, wo denn alles stecken sollte. Das wird dann eben hier in Variablen umgespeichert. Hier haben wir nochmal die Definition unseres Headers. Da steht dann eben drin, wie unser Package heißt, ne? Name, Description, welche Versionsnummer. Ist diese hier und so weiter. Also wo was findet, das steht dann eben in diesem CSS-Header mit drin. Hier haben wir dann so Sachen wie Drop CSS, Drop HTML. Hier, da kommen wir gleich zu, das, wenn wir kurz springen. Hier haben wir den Sync-Task für Browser Sync. Hier haben wir nochmal Copy Files. Diese zwei Tasks, die greifen wie gesagt hier oben zu. Geguckt, Copy.js, also der Part hier wird abgegriffen und bei hier First Files das hier. Also die machen nichts anderes als Dateien von A nach B zu kopieren. Hier haben wir nochmal den Bump, eben mit 001, 010 und 100, also als Major Release. Und dieser Bump, der geht eben direkt hier auf diese Versionsnummer ein und ja, ändert die und speichert dieses als Package-File eben mit neu ab. Und hier haben wir noch Banner-CSS und hier haben wir diesen obligatorischen Watch-Task. Galb im Gegensatz zu Grunt braucht kein Plugin für ein Watch. Das macht es selber. Und hier ist es nichts anderes wie wir sagen Galb-Watch und dann geben wir das Directory vor. Wir können auch mehrere Directories vorgeben. Wir können auch Sachen ausschließen. Wenn ich jetzt SSC, CSS, Stern, SCSS, wenn ich das nicht möchte, mache ich das so. Macht hier aber wenig Sinn, weil wir sowieso eigentlich schon nur nach CSS-Files suchen. Aber so könnte man dann mehrere Directories mit angeben. Und falls dann hier in einem CSS-File eine Änderung stattfindet, dann wird er automatisch dieses Plugin oder diesen Task aktivieren. Und dieses ja, macht eigentlich nicht viel, außer dass es in diesem Source-CSS-File reingeht und ja, nimmt dieses File und kopiert das in das Dist-Verzeichnis. Mehr macht das nicht. Und das macht es eben auch für HTML und für JavaScript. Wer möchte, kann natürlich hier auch einen Precompiler hinzubauen. Da muss er eben nur dieses Drop CSS für sich dann eben umbauen. Das ist eigentlich kein großes Ding. Ja, und dann haben wir hier diese Main Task Blöcke, also die hauptsächlichen, mit denen wir arbeiten. Wir haben hier ein Init, wir haben hier unseren Default. Der Init macht eben, das legt das erste Fundament. Und dieser Default-Task, das ist unser hauptsächlicher Task, der macht eigentlich nur die Überwachung der Verzeichnisse, wo er dann eben die entsprechenden Tasks starten wird, plus der Browser-Sync, mit dem er dann den Browser refreshen wird oder auch die Sachen wie Links, Scroll, Form und so weiter mit an alle anderen Browser übertragen wird. Das ist der Default-Task und dann haben wir hier nochmal ein Publish Task und hier haben wir es eigentlich verkehrt, denn erst möchte ich meine Versionsnummer hier bumpen und dann soll das Banner CSS mit reingeschrieben werden, also das CSS frei. Kann man hier mal gucken, zack. Das habe ich gar nicht drin. Oder doch? Oder nicht? Verdammt. Da ist es. Ja,
Sorry dafür. Ja, und hier schreibt man dann eben, nehmen wir das CSS-File, was er im Target Directory CSS findet. Und da fügt er dann eben den Header dazu. Das sollte, wenn möglich, immer nach dem Bumpen und nach dem Minifying stattfinden. Ansonsten minifizieren wir unseren Header und dann ist er eben auch weg. So, das kurz hierzu. Legen wir unser Fundament oder initialisieren wir unser Projekt das erste Mal. Dann machen wir hier gulp init. Schon vorbei. Und jetzt haben wir ein dist-File. Aber natürlich eins zu viel. Müssen wir das hier nochmal ändern. Ich war so schlau und habe dann natürlich ein dist hinzugefügt. Machen wir das hier mal schnell wieder weg. Oh, ich bin heute blind. So. Also machen wir das hier einfach nochmal. So, und jetzt sieht man im Dist, wir haben die harte Access haben wir auch kopiert. Wir haben den Index-File. Und das war es eigentlich auch schon fast. Und jetzt gehen wir hin und sagen, ja, jetzt möchte ich eigentlich direkt mit dem Arbeiten loslegen. Und zack, da trage ich einfach nur gulp ein. Mach das mal so. Die mache ich so. Und den machen wir mal so. So. Wichtig für uns ist, wir arbeiten nicht im Dist-Verzeichnis. Wir arbeiten immer im Source-Verzeichnis. Das mache ich eigentlich aus einem guten Grund. Es gibt Developer, die gehen hin und sagen, ach ja, ich möchte hier Caller. So. Es ist jetzt hier eine Sache, wo ich sagen würde, es ist ja, suboptimal, denn wenn ich es gewohnt bin, im Source-Verzeichnis zu arbeiten, also hier, und sagt jetzt zum Beispiel Caller Yellow, dann ist die Änderung, die der andere Developer eigentlich gemacht hat, verschwunden. Ja, aus seinem Red wurde jetzt auf einmal ein Yellow, also man überschreibt sich seine Sachen. Deswegen sollte man sich immer angewöhnen, alles im Source zu machen. Später ist es ja nicht nur, dass man CSS direkt mit CSS überschreibt, sondern hier ist zum Beispiel ein CSS-File. Also wir arbeiten mit CSS. Das und das kompilieren und das landet automatisch hier. Also es macht wenig Sinn, wenn der andere Developer immer ein Dist-Verzeichnis geliefert bekommt, ohne dass er irgendwelche Precompiler aktivieren müsste und sagt dann, ach, ich ändere jetzt direkt im CSS, lade es nachher wieder auf Git hoch, ich mache dann zusätzliche Änderungen, habe aber nichts davon mitbekommen, weil das nicht immer im CSS-File steht und zack, sind die ganzen Änderungen weg. Deswegen ist der unmittelbare Zwang, oder nicht nur der unmittelbare Zwang, sondern deswegen steht auch dist auf git ignore. Das soll nicht übertragen werden. Und deswegen sollte man auch immer bei dist eigentlich die Finger davon lassen. Das dist ist eigentlich nur für Preview und wenn man später damit eine Webseite herstellt oder programmiert für einen Webserver, das ist der Part, den wir eigentlich auf den Webserver laden per FTP. Machen wir das auch wieder als das Schöne. Das wieder raus. So. Dann sagen wir hier. Red. So. Und genau das gleiche ist mit HTML-Files. Da könnten auch später PHP-Files sein oder es könnten JADE-Files sein. Whatever. Das ändern wir alles hier. Und gehen wir hier hin und so. Und so kann man das direkt immer hier mit bearbeiten. Das gleiche betrifft auch JavaScript. JavaScript haben wir hier nur ein kleines Snippet. Und dann sagen wir hier zum Beispiel Body, Height. Spaß haben.
Auch hier gilt, dass wir das JavaScript immer direkt in diesem Source-Verzeichnis bearbeiten. Wir könnten nämlich jetzt auch hingehen und können zum Beispiel auch bei JavaScript sagen, wir droppen das jetzt nicht einfach nur, also wir gehen nicht hin und suchen alle JavaScript-Files im JS-File, im JS-Folder, sondern wir nehmen alle JavaScript-Files im JS-Folder, jagen die zum Beispiel durch ein Uglify. Und wenn Uglify durch ist, dann wird das direkt wieder abgespeichert im Target Directory. Und genau das gleiche könnte man hier machen. Wir leiten dann eben diesen Stream, den wir hier öffnen, leiten wir auf andere Sachen wieder um. Ja, das war's hierzu. Und was gibt's denn noch? Ja, wir können jetzt mal kurz publishen. Hier mal den Task raus und sagen, gulp. Publish. Dann sieht man auch hier, die Versionsnummer wurde geupdatet auf V002. Das ist, müsste eigentlich auch hier drin sein. Das, da müssen wir nur manuell den Namen dazugeben. Dann haben wir jetzt 002 und dann haben wir jetzt hier auch unseren Header drin stehen. Tolles Projekt, geil Projekt, Version 1.001. Jetzt sieht man auch den klitzekleinen Nachteil. Wo waren wir denn? Denn wir sind jetzt eine Versionsnummer hinten dran, weil diese ganzen Tasks, die jetzt hier ablaufen, laufen alle parallel ab. Das ist das, was ich angesprochen habe mit dem Unterschied zwischen Grunt und Gulp. Ja, gut. Das soll es eigentlich schon auch gewesen sein. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Falls Fragen bestehen, einfach in den Kommentaren. Ich freue mich über alle Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao!